Nun einiges zum beliebten Thema Egoismus. Manche Mitmenschen bezeichnen übertriebenen Egoismus, will ich das mal nennen, als ein primitiv und nur materialistisch bezogenes Verhalten. Das Registrierkassenprinzip, was gibst du mir, was für einen Wert hast du für mich, so nach dem Motto. Dieser übertriebene Egoismus stehe aber im Gegensatz zur wahren Menschlichkeit, die sich in der Form der Selbstaufgabe zeigen würde. Ich finde, das ist eine sehr gewagte Sicht der Dinge. Wahrscheinlich bewegen wir uns in verschiedenen Lebensphasen zwischen diesen beiden Extremen, einerseits der Ich-Bezogenheit und auf der anderen Seite die Zuwendung zu anderen Menschen und dass wir uns selbst zurücknehmen im Interesse von anderen. Manche von uns oder viele haben das bestimmt auch schon erlebt, dass sich selbst zurücknehmen auch von anderen missbraucht oder dass ein solches Verhalten von anderen ausgenutzt wird. Ich glaube, der Prozess des Gebens und des Nehmens sollte ausgewogen sein. Sobald sich jemand bedingungslos im Rahmen der Selbstaufgabe verhält, führt dies manche Mitmenschen in Versuchung, dass sie ein solches Verhalten ausnutzen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass der Prozess des Gebens und des Nehmens ausgewogen ist, dass eine gewisse Balance beachtet und eingehalten wird und vor allem, dass immer wieder die Eigenverantwortung des Einzelnen bedacht wird oder nicht missachtet wird, damit nicht jemand in Versuchung geführt wird, sich selbst passiv oder faul zu verhalten und den anderen, umgangssprachlich gesagt, die Kastanien aus dem Feuer holen lässt. Nun einiges zum beliebten Thema Egoismus. Manche Mitmenschen bezeichnen übertriebenen Egoismus, will ich das mal nennen, als ein primitiv und nur materialistisch bezogenes Verhalten. Das Registrierkassenprinzip, was gibst du mir, was für einen Wert hast du für mich, so nach dem Motto. Dieser übertriebene Egoismus stehe aber im Gegensatz zur wahren Menschlichkeit, die sich in der Form der Selbstaufgabe zeigen würde. Ich finde, das ist eine sehr gewagte Sicht der Dinge. Wahrscheinlich bewegen wir uns in verschiedenen Lebensphasen zwischen diesen beiden Extremen, einerseits der Ich-Bezogenheit und auf der anderen Seite die Zuwendung zu anderen Menschen und dass wir uns selbst zurücknehmen im Interesse von anderen. Manche von uns oder viele haben das bestimmt auch schon erlebt, dass sich selbst zurücknehmen auch von anderen missbraucht oder dass ein solches Verhalten von anderen ausgenutzt wird. Ich glaube, der Prozess des Gebens und des Nehmens sollte ausgewogen sein.